Meditation zum Einschlafen, darum geht es heute. Wie wirkt sie, wie funktioniert sie und wie kommst du am besten damit sehr, sehr gut in deinen Schlaf hinein? Darum geht es heute in diesem Video. Meditation zum Einschlafen. Wofür braucht man die überhaupt? Gibt es nicht auch andere Einschlafmöglichkeiten? Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie du besser zum Einschlafen kommst. Und eine davon, eine sehr, sehr wirksame, ist Meditation zum Einschlafen benutzen. Und da sind ein paar Voraussetzungen sehr, sehr wichtig, wie du mit Meditation am besten einschläfst. Der erste Punkt dabei ist, du machst sie natürlich schon im Bett. Wie ich in ein paar anderen Videos dir empfohlen habe, es nicht im Bett zu machen, weil das Bett verknüpft ist mit Schlafen und Einschlafen, ist es jetzt am wichtigsten, dass du die schon im Bett machst, dass du schon total fertig bist, komplett alles ist Bett und Schlaf fertig und jetzt legst du dich schon ins Bett hinein und du machst diese Meditation also im Liegen, damit du direkt von der Meditation in den Schlaf hineingleitest. Und dann fadet die Meditation irgendwann auf und du schläfst. Genau das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Also das ist dein Platz, das ist dein Zeitpunkt. Und die Meditation selbst, da empfehle ich dir, finde eine geführte Meditation. Also jemand, der dich mit seiner Stimme, deinen Gedanken lenkt und dich dann in den Schlaf hineinführt. Und der nächste Punkt, den ich dir dabei empfehle, bring auch dein Gehirn und dein Körper in die richtige Stimmung dazu. Und dafür gibt es aus der Wissenschaft ein wahnsinnig wertvolles und mächtiges Instrument, das fast schon alleine so wirkt, nämlich Brainwave-Musik. Kurz als Hintergrund dazu. Unser Gehirn hat die Angewohnheit, das ist in seiner Natur, dass es von außen, wenn irgendwelche Schwingungen reinkommen, dass es sich damit einschwingt. Das heißt, es übernimmt die Schwingungen von außen. Und bei Brainwave-Musik zum Schlafen sind es natürlich Schwingungen, die sind sehr, sehr langsam, sind sehr, sehr tief, damit du damit in den Schlaf kommst. Dein mentaler Zustand dabei ist Einschlafen und das sind die Theta-Wellen, die man dazu braucht, noch tiefer, wenn du dann später im Tiefschlaf bist, sind es die Delta-Wellen. Und wenn du deshalb schon während dieser Meditation in deinem Raum am besten diese Brainwave-Musik abspielst, dann hast du den Vorteil, dass dein Gehirn schon mitschwingt, dass dein Gehirn schon von selbst runterkommt. Und das ist so mächtig, das macht mindestens die Hälfte dieser gesamten Einschlafmeditation aus. Und dann kommst du schon von deinem Wachzustand in die Entspannung runter, du machst deine Augen zu, da werden automatisch schon Alpha-Wellen gebildet und noch eins tiefer geht es dann in den Theta-Bereich, wo der leichte Schlaf, der Einschlafen ist. Und dann gleitest du in den Schlaf hinein mit deiner Meditation und merkst gar nicht, habe ich jetzt schon geschlafen, bin ich jetzt schon weg? Und dann lässt du ganz einfach irgendwann die Musik auslaufen und du schläfst dann bereits. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du das nicht mit Kopfhörer machst, weil dann musst du sie ja, wenn jetzt die Musik aus ist oder wenn du jetzt dabei bist, oh, jetzt schlafe ich doch gerade ein, es runter machen. Und da gibt es manche, die werden dann davon wieder ein bisschen wacher. Und dann müssen sie wieder den Einschlafprozess beginnen. Und deshalb mach das im Raum, hab also irgendeine Form von Lautsprecher in deinem Raum. Kein Fernseher, ein Lautsprecher. Und dann spielst du diese Meditation von deinem Gerät ab. Das kann eine Stereoanlage sein, das kann dein Smartphone sein, das ansonsten aber auf total geschlossen ist, aus ist, auf Flugmodus ist. Und dann spielst du diese geführte Meditation zum Einschlafen, du gehst sie gedanklich komplett mit und hast auch schon in deinem Fokus, ich möchte jetzt einschlafen, jetzt geht's ans Schlafen. Und mit dieser Brainwave-Musik fadest du in den Schlaf hinein und dann bist du weg, tief in deinem Schlaf drin. Und genau dafür ist es so wichtig, dass du diese Punkte genauso machst. Du hast alles schon an diesem Tag erledigt, du bist ganz am Ende deines Tages und schon schlaffertig. Du machst die Meditation im Bett. Du nimmst eine geführte Meditation, die dich in den Schlaf hineinführt. Du hörst dazu Brainwave-Musik und nimmst keine Kopfhörer. Hast dein Smartphone komplett aus. Und dann gelingt dir das am allerbesten. Und da ist es wirklich ein wahnsinnig mächtiges und wertvolles Instrument, damit du besser in den Schlaf hineinkommst. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute damit bei der Schlafmeditation. Das ist ein extra Video. Ich verlinke es hier gleich unten drin. Und dann kannst du
jeden Tag, jeden Abend in den Schlaf hineingehen. Guck es dir nicht an, hör es dir nur an. Dafür ist es genau da. Alles Gute für einen guten Schlaf wünsche ich dir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal. Es kommen regelmäßig neue Videos dazu. Und wenn du selber auch Schwierigkeiten hast, in den Schlaf reinzukommen, dann schreib es unten in die Kommentare hinein, wie funktioniert es bei dir am besten oder wo ist genau dein Problem. Und dann gehen wir in den Austausch miteinander und dann kann ich dir vielleicht helfen.